Die amtlichen Gutachterausschüsse für Grundstückswerte veröffentlichten Mitte Januar ihre Berichte. Einen Corona-Knick sehe man nirgends. Stattdessen sei die Nachfrage ungebrochen, das Angebot knapp und die Preise im Aufwärtstrend. Langsam näherten sich auch die Preise in den einfachen Lagen an das Niveau der mittleren Lagen an. Wir zeigen, was die aktuellen Zahlen zur Preisentwicklung bedeuten. Ich bin Andreas von ImmoScout24. Viel Spaß beim aktuellen Preiskommentar im Februar. Erwartungen sind das eine, echte Daten das zuverlässigere. Der Europace Hauspreisindex basiert auf realen Transaktionsdaten des angeschlossenen Finanzierungsmarktplatzes. Und der zeigte für das Jahresende 2021 ein uneinheitliches Bild. Der Markt sei laut Europace tatsächlich dreigeteilt. Sehr hohe Preissteigerungen verzeichneten im Dezember vor allem Neubauten. Engpässe bei Baumaterialien und Fachkräftemangel führten zu höheren Baukosten. Preissteigerungen von fast 2% sind da kein Wunder. Mittelmäßig stiegen die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser im Bestand. Hier ging es im Dezember im Vormonatsvergleich um 0,93% nach oben. Bei den Eigentumswohnungen kann man schon fast von einem moderaten Preisauftrieb sprechen. Im Dezember war es nur ein Plus von 0,52%. Stefan Münter, Co-CEO und Vorstand von Europace, erwartet für das laufende Jahr eher keinen Preisverfall und prognostiziert: Auch für dieses Jahr sehen wir keine großen Einbrüche und trotz möglich steigender Zinsen bleiben die Preise stabil hoch. Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen und fragen sich, was kann ich verlangen? Erfahren Sie, wie Sie Ihre Immobilie richtig bewerten und was das kostet. Schauen Sie gleich einmal rein. Ich freue mich auf Sie. Laufen Häuser den Eigentumswohnungen in den Metropolen den Rang ab? Aktuelle Zahlen aus unserem Wohnbarometer deuten darauf hin. Auch dieses Jahr bleiben zum Beispiel in Berlin Einfamilienhäuser deutlich gefragter als Eigentumswohnungen. Im Schnitt kommen für ein Einfamilienhaus in der Metropole 7 Kontaktanfragen pro Woche. Für Eigentumswohnungen aus dem Bestand 4. In Hamburg steigen die Preise in nie gekannte Höhen. Philipp Bonhoeffer, geschäftsführender Gesellschafter der E&V Hamburg Immobilien GmbH, erklärt: Trotz der vergleichsweise hohen Bautätigkeit bleibt der Nachfrageüberhang in Hamburg deutlich. Solange der erhöhte Wohnbedarf nicht gedeckt werden kann, gehen wir für 2022 von weiter steigenden Preisen aus. Eine Preissteigerung von 14,6% im vierten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal spricht Bände. Besonders beliebt sind die Lagen am Wasser. Aber nicht nur die Position im Stadtplan, sondern auch andere Kriterien spielen eine immer wichtigere Rolle, weiß Lena Seuke, Geschäftsführerin des Engel & Völkers Market Centers Hamburg-Elbe. Neben der Lage gewinnen Parameter wie Wohn- und Bauqualität einen immer größeren Stellenwert bei Käufern. Der Trend zum Homeoffice beflügelt offenbar den Run auf Randlagen. Im eher abseits liegenden Bezirk Bergedorf betrugen die Preissteigerungen 2021 rund 31,5% für Eigentumswohnungen. Und damit sind wir am Ende unseres ImmoScout24 Preiskommentars im Februar. Den Link zu dem Preiskommentar finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.